Dann kommen wir jetzt zum schwersten Teil, finde ich, von der Vorstellung her. N log N. Also normalerweise schreibt man da O N log N. Sogar ohne, die meisten lassen dann die Klammern weg und so. Ich und hier sogar das Mal. Ich bin da kein Freund von, weil dann wird es irgendwie mehrdeutig, finde ich. Normal wird auch die 2 weggelassen, aber die ist meistens implizit. Gut, wir wissen natürlich von der O-Notation, dass die Basis von dem Logarithmus jetzt nicht wichtig ist. Wer nicht weiß, warum, der soll sich das mal angucken, warum. Aber der Einfachheit halber rechnen, also denken wir jetzt mal an die 2, das wird am einfachsten dann. Kurz vorweg nochmal, das hat mir sehr geholfen. Was heißt log 2n eigentlich? Das bedeutet auf Deutsch einfach, wie oft kann ich eine Zahl teilen, durch 2 teilen, bis 1 rauskommt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel log 2n 16 habe, da kann ich die 16 einmal teilen, dann kommt 8 raus, dann kann ich sie nochmal teilen, dann kommt 4 raus, dann nochmal 2 raus, dann nochmal, jetzt kommt 1 raus. Also 1, 2, 3, 4. Deswegen ist log 2 16 auch 4. Also mit jedem Schritt sozusagen, wir halbieren das immer. So, und das können wir wieder wegmachen hier, sonst wird es so unübersichtlich. So, was passiert jetzt bei unserem Algorithmus eigentlich? So, wir gehen nochmal zurück. Theoretisch wollen wir jedes Element mit jedem Element vergleichen. Jetzt haben aber alle Elemente hier irgendeine Eigenschaft. In der Regel beim Sortieren irgendwelche Zahlen oder so. Und durch die Eigenschaft können wir einige Elemente ausschließen. Zur Verdeutlichung von eben nochmal hatte ich ja hier dieses angesprochen. Okay, wir müssen einmal n machen für jeden Durchlauf und dann haben wir hier das noch, was mit dem Element gemacht werden soll. Hier genau dasselbe. Dieses n hier spricht im Grunde wieder nur dafür, dass wir irgendeine Schleife zum Beispiel haben, die sagt, okay, verarbeitet dieses Element, verarbeitet dieses Element, verarbeitet dieses Element, dieses, 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 dieses. Okay? So. Also für jedes Element machen wir irgendwas, was maximal log 2n groß ist. Wer schon gezählt hat, der hat herausgefunden, das sind 16 Felder. Das heißt, wir können hier einfach mal das durchstreichen und hier 4 hinschreiben. Das heißt, für jedes Element, was ich hier verarbeite, habe ich maximal 4 andere Elemente, mit denen ich es vergleichen muss, zum Beispiel. So, wie passiert sowas eigentlich? So, ich will das mal an dem typischen Beispiel machen. Sagen wir haben eben diese Liste hier. Oder ein bisschen computertechnischer, wir haben hier ein Array. Wir können also innerhalb von O1 auf jedes Element zugreifen hier. Und sagen wir mal, wir wollten jetzt irgendein Element von denen hier suchen. Dann können wir zum Beispiel sagen, okay, wir suchen jetzt jedes dieser Dinger hier durch. Das dauert. Jetzt habe ich aber gesagt, die haben alle Eigenschaften. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, okay, pass auf, wir nehmen jetzt uns mal dieses hier raus. Wir gucken jetzt mal, hat das meine Eigenschaft? Und dann sagen wir, nein, okay, das hat vielleicht nicht meine Eigenschaft. Und ist meine Eigenschaft besser oder schlechter als das? Ja, vielleicht schlechter. Es liegt also eher in diese Richtung. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, okay, alles, was hier rechts ist, das brauche ich mir gar nicht mehr angucken. Das war jetzt ein bisschen drüber gezeichnet. So, die fliegen alle raus. So, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ja hier die da. Ich kann vielleicht sogar den hier auch noch wegnehmen, weil wir haben ja festgestellt, der gehört gar nicht dazu. So, dann gucke ich mir jetzt an, okay, ich nehme jetzt mal zum Beispiel diesen hier raus. Guck mal wieder an, okay, wie sieht es denn jetzt aus? Besser oder schlechter? Müsste ich eher in der Richtung weitersuchen? Müsste ich eher in der Richtung weitersuchen? Er sagt mir zum Beispiel, ich muss in diese Richtung hier weitersuchen. Gut, dann, den habe ich schon angeguckt, kann ich die hier alle wegmachen. So. Wir können da mal auch eine andere Farbe zu machen. Also wegmachen heißt in dem Fall nicht löschen, sondern in dem Fall heißt wegmachen nur, wir brauchen sie nicht mehr zu beachten. Wir wissen nämlich, es liegt irgendwie in diese Richtung hier. Jetzt gucke ich mir den nächsten an, zum Beispiel den hier. Jetzt frage ich den, hat der meine Eigenschaft, ja oder nein? Dann sagt er, nein, den suchen wir nicht, aber ich sollte vielleicht in diese Richtung weitersuchen. Selbes Spiel, wir brauchen also diese ganzen hier nicht mehr zu beachten. Und was dann nachher bleibt, ist dieser eine hier. Das heißt, der könnte jetzt unsere Eigenschaft haben oder könnte sie nicht haben. Das ist uns erstmal egal. Auf jeden Fall wissen wir nach diesem letzten hier, okay, ja, ist es drin, was das gesuchte Element ist oder was auch immer. Unsere Suche ist an der Stelle zu Ende oder unsere Bearbeitung ist an der Stelle zu Ende. Und wenn wir uns das jetzt angucken, wir hatten im ersten Schritt hatten wir diese ganzen Dinger hier weggestrichen. Im zweiten Schritt haben wir diesen ganzen Dinger hier weggestrichen. Und im dritten Schritt haben wir diese weggestrichen. Und im vierten Schritt haben wir uns dieses Ding hier angeguckt. Und das sind genau die vier, die hier oben stehen. Das heißt, diese vier Schritte, die ich machen muss, um irgendwas auf dieser Menge zu machen, ist genau die gleiche vier, die da oben steht. So, das heißt ganz grob, wenn hier irgendwas von der Laufzeitkomplexität von log n steht, ich finde zumindest für mich jetzt selbst,
Ich finde es immer ganz angenehm, wenn man sich überlegen kann, okay, ich streiche immer so die Hälfte von dem, was noch übrig bleibt, weg zum Beispiel. Und dann habe ich mein Element oder was auch immer. Also ich stelle mir immer vor, es wird die Hälfte weggestrichen. Es wird immer so eine, ich sag mal, so eine definierte Menge weggestrichen. Gefährlich ist natürlich, die O-Notation verschluckt natürlich auch gerne Sachen. Das heißt, ich habe jetzt hier oben log 3, log 2n geschrieben. Es können natürlich auch log 3n sein. Und dann wird das natürlich ein bisschen anders aussehen. Ich mache das hier nochmal weg. Und der Einfachheit nochmal ein Element dazu. Das heißt, bei log 3n würde ich dann direkt diese ganzen hier wegstreichen. Als nächstes würde ich dann nur noch einen wegstreichen. Ach, falsch, natürlich beide wegstreichen hier. Und dann hätte ich im dritten Schritt quasi mein Element, was ich bearbeiten will, haben will oder wo ich dann meine Antwort kriege. Also das kaschiert dieses Log so ein bisschen, aber ich finde, man kann sich das einfach mit Log 2 vorstellen, dann ist man immer so zumindest vorstellungsmäßig auf der richtigen Ebene. Und man sollte auch nicht vergessen, deswegen ist es im Grunde auch egal, man kann sich das ruhig mit diesen Halbierungen vorstellen, weil genauso wie bei dem Linearen, also wie bei dem ON, stellen wir uns jetzt vor, hier Logarithmus, Kurve geht ja irgendwie so ganz flach, so. Uns ist eigentlich egal, ob die Kurve jetzt so geht oder ob sie so geht oder ob sie so geht. Das ist uns eigentlich voll egal. Das heißt, ob hier eine 3, 2, 1, 1 nicht, aber 3, 4, 5, 6, 7, ob das alles da steht, ist uns eigentlich egal. Wir wollen nur wissen, wie die Kurve von der Form her, also so vom Aufbau verläuft. So wie bei Linear. Wenn wir jetzt ON hatten, da war es uns ja auch egal, wie jetzt unsere Gerade verläuft. Uns war nur wichtig, es ist eine Gerade. Mehr wollten wir gar nicht wissen. Und hier wollen wir nur wissen, es ist, was sagt man denn jetzt? Eine Logarithme? Naja, egal. Das ist das Einzige, was uns hier interessiert.